Wenn sich die letzten zwei Videos angeschaut haben, da ging es um Tic-Tac-Toe und wie wir drei in Reihe feststellen können, hatten wir jeweils zugrunde gelegt das 3x3-Spielfeld und haben mit Hilfe einer zweidimensionalen oder einer eindimensionalen Feldstruktur das Spiel repräsentiert und überprüft, befinden sich hier irgendwo drei in Reihe, also senkrecht, waagerecht, diagonal, und haben dafür immer das gesamte Spielfeld abgesucht. Eine andere Alternative ist es, dass wir immer überprüfen, liegen drei in Reihe vor, und zwar ausgehend von der Position des letzten Spielsteins. Also nehmen wir mal das Beispiel an, ich gehe mal eben zurück auf diese Repräsentation. Nehmen wir mal das Beispiel an, der letzte Spielstein, den wir gezogen haben, war die 1, völlig egal, ob 1 oder minus 1 dort dann draufsteht, also Kreis oder Kringel, Kreuz oder Kringel. Dann überprüfen wir nur noch von dieser 1 ausgehend, ob jetzt 0 oder 2 als Nachbarn 3 in Reihe ergeben oder noch die 4 und die 7. Alle anderen Möglichkeiten zu überprüfen ist völlig unsinnig, weil nur mit diesem letzten Stein kann ja eine neue Gewinn- oder Verliersituation entstanden sein. Und die gilt es einzig zu überprüfen. Der Algorithmus ist also effizienter und sparsamer. Wenn Sie den Algorithmus generisch programmieren wollen, nehmen wir mal die 4. Sie gehen hier von der Mitte aus, das sei der letzte Spielzug gewesen, dann müssen Sie nach oben überprüfen. 1 und 7 sind die entsprechend meinem letzten Stein oder die 3 und die 5, die 2 und die 6 und so weiter und die 0 und die 8. Das ist sehr einfach für den Stein in der Mitte. Wenn Sie aber den hier oben betrachten und wollen den gleichen Algorithmus laufen lassen, dann müssen Sie dauernd überprüfen, ob ich aus dem Spielfeld rauslaufe. Nach oben kann ich jetzt nicht einfach überprüfen. Ich muss schauen, kann ich bei einer 1 überhaupt noch nach oben gehen? Nein, dafür muss ich nach unten laufen. Genauso nach rechts und links, das funktioniert hier noch, aber wenn ich diagonal, ich darf nicht rechts oben in der Ecke anfassen, weil die existiert nicht mehr. Ich bin außerhalb des Spielfeldbereichs. Und da gibt es eine Idee, damit man dieses symmetrische Vorgehen für jede beliebige dieser 8, 9 Positionen ausnutzen kann, dass man das Spielfeld vergrößert, um einen Rand anlegt. Also unser eigentliches Tic-Tac-Toe findet in diesen 9 Zellen statt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Und die anderen Zellen drumherum, hier sind der Spielfeldrand. Die sind eigentlich ungültig. Da darf man gar nicht drauf zoomen. Die sieht man auch natürlich als Spieler überhaupt nicht. Aber in der internen Datenrepräsentation sind sie vorhanden. Es wäre wieder wie eben die 12 in der Mitte. Wir können dann überall hier überprüfen, zum Beispiel diagonal ausgehend oder ist jemand über mir und unter mir, entsprechend meinem Spielstein, ob ich gewonnen habe oder nicht. Bin ich jetzt auf der 7, die Situation, die wir oben hatten, dann kann ich genau den gleichen Algorithmus ablaufen lassen. Also ich könnte zum Beispiel da oben anfangen und unten testen, dort und dort und schauen, gibt es die entsprechende Anzahl von Spielsteinen meines Wertes. Und dazu hilft also dieser umlaufende Rand, damit ich nicht dauernd überprüfen muss, laufe ich raus aus dem Index oder nicht. Das ist also eine nette Optimierung. Über die Erweiterung der Datenstruktur ersparen wir uns Kontrollstrukturen, konkret If-Anweisungen in unserem Algorithmus. Das ist ein Abwägen, ein interessantes Abwägen von Datenstrukturen zu algorithmischen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt das Board kodieren, Sie sehen, ich habe hier mal die 8 genommen, um das nur deutlich hervorzuheben. Das sind die ungültigen Spielfelder, auf die ich gar nicht ziehen darf. Und das hier, diese drei, sind mein eigentliches Tic-Tac-Toe-Feld. Da kodiert sich also der Rand rein. Wie in den zwei Videos zuvor haben wir hier eine Show-Routine kodiert, die einfach an den entsprechenden Positionen die Indizes raussucht, den gültigen inneren Spielbereich einfach darstellt. Nur um Ihnen mal, das ist gerade ein kleiner Zwischeneinschub, um Ihnen zu zeigen, wie man jetzt, wenn zum Beispiel ein Spieler eingibt, für den Spieler sind die Felder von 1 bis 9 nummeriert. Jetzt müssen wir das ja auf den entsprechenden Index umrechnen. Wie man das macht, zeige ich Ihnen hier nochmal. Eine Methode, Move.
Die erwartet ein Board, eine Position, die ein Mensch eingibt, in diesem Wertebereich von 1 bis 9, weil man kann einem Menschen nicht zumuten, von 0 bis 8 eine Zahl anzugeben. Und dann den Wert, also ob wir da eine 1 oder eine minus 1 setzen möchten. So, wie macht man das? Hier sehen Sie, da ist die Spalte und die Reihe ausrechne, indem ich die Position minus 1 einmal modulo 3, einmal ganzzahlig geteilt durch 3. In Python sind das zwei dieser Schrägstriche. Und dann rechne ich den Index über diese Formel aus und dann setze ich den entsprechenden Wert. Also wenn wir das zum Beispiel mal der 1 setzen, das ist genau auf unserem 3x3 Spielfeld, wäre das für einen Menschen links oben die Ecke. Und das müssen wir umrechnen auf die Position 6. Das ist ja unser eigentliches Spielfeld in unserer internen Repräsentation. Lassen wir das mal kurz laufen. Da sehen Sie in der Tat, links oben die Ecke ist richtig gesetzt worden mit diesem Algorithmus. Das nur mal am Rande. Schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an, um zu sehen, wie man die Darstellung für einen Menschen beschränkt auf 9 Felder, von 1 bis 9 durchgezählt, umrechnet auf diese 25 Felder und dann den entsprechenden Index innerhalb dieser 25 Felder richtig rausbekommt. Kommen wir zu dem eigentlich interessanten Teil. 3 in a row bekommt ein Board, einen dieser Indexe, die wir jetzt umgerechnet haben. Also nehmen wir an, der letzte Spielzug wäre links oben in der Ecke. Also hier die 6, da müssten wir den Index 6 angeben. Und sagen, guck doch mal für die Position nach, gibt es da, wenn dort der letzte Spielzug war, 3 in Reihe. Hier haben wir noch ein Assert, das einfach sagt, die Stelle, wo ich teste, Board, den gegebenen Index, da muss ein Spielstein sein, also eine 1 oder eine minus 1. Diesen Wert merken wir uns und dann gehen wir in dieser Schleife alle Richtungen durch. D ist hier gedacht für Direction. Wir gehen also in die Richtung 5, in die Richtung 1, 6 und 4. Was heißt das genau? Gucken wir nochmal nach oben. 5, 1, 6 und 4. Sind wir an dieser Stelle? 5 heißt, addieren Sie zu diesem Index 6, 5 dazu, kommen Sie auf die 11. Das ist also die Richtung, nach unten zu gehen. Immer von diesem Index ausgehend 5 nach unten zu laufen. Wenn ich 1 habe, dann teste ich nach rechts rüber. Wenn ich 6 habe, dann teste ich 6 plus 6, 12 plus 6 sind 18. Dann teste ich also diagonal. Und wenn ich 4 habe, teste ich diagonal in die andere Richtung. Also hier 6, 10 und so weiter rüber. Wenn ich die Zahlen negativ nehme, laufe ich genau in die Gegenrichtung. Das ist das Interessante an dieser Symmetrie. Darum auch das eindimensionale Brett hier. Das ist wesentlich geschickter zu behandeln, auch von den Symmetrien her. Wenn wir also an der Stelle 6 sind und 5 weiterlaufen nach unten und wir wollen auch nach oben testen, dann ziehen wir einfach 5 ab. Genauso, wenn wir nach rechts laufen, plus 1 von der 6 auf die 7, nehmen wir minus 1, laufen wir nach links. So ist die ganze Systematik. Also wir laufen die Richtung nach unten, nach rechts, diagonal rechts und diagonal links durch, eine nach dem anderen, das sind die vier Möglichkeiten. Hier die Summenbildung, wir zählen also mit, wie viele Steine sind in Reihe. Wir berechnen den Index ausgehend von dieser Stelle, was ich Ihnen eben erklärt habe. Wir sind irgendwo auf dem Spielbrett, addieren die Richtung. Und solange auf dem neuen berechneten Feld auch der gleiche Spielsteintyp steht, also wie da zum Beispiel auch eine 1, dann erhöhe ich die Summe und laufe in dieser Richtung weiter. Und das setze ich immer weiter fort und schaue wieder nach, gibt es einen Spielstein und so weiter. Bin ich dort am Ende angekommen, in Anführungszeichen, das heißt, ist das Spielfeld leer, dann gucke ich in der Gegenrichtung nach. Also ich ziehe von meiner Ausgangsposition die Richtung von 5 jetzt ab, minus 5 also. Das heißt, ich laufe nicht nach unten, sondern ich laufe jetzt nach oben. Und selbes Spielchen. Ich überprüfe, ob an dieser neuen Stelle ein Spielstein meines Wertes steht. Wenn ja,
addiere ich diesen Wert auf, also den Zähler, den Spielsteinzähler, und laufe weiter durch Abziehen die Richtung jetzt nach oben. Und wenn ich nach unten und nach oben die Spielsteine alle gezählt habe, die meinem Wert entsprechen, und das ist gleich 3, ich habe ja einfach mit S immer nur hochgezählt, dann gebe ich diesen Spielsteinwert von mir selber zurück und es ist also 3 in Reihe. Wir haben also 3 in Reihe gefunden. Das machen wir für all diese Richtungen durch, immer ausgehend von dem Stein, wo ich bin. Und Sie werden auch feststellen, dass ich sehr schnell zu einem Abbruch komme und deutlich weniger Möglichkeiten im mittleren Fall überprüfen muss, als wenn ich immer das gesamte Brett überprüfe. Der Aufwand dafür ist ein Algorithmus, der ein wenig detaillierter ist, ein wenig schwieriger vielleicht zu verstehen, der aber letztlich weniger Rechenarbeit leistet. Trifft keine dieser Möglichkeiten ausgehend von der aktuellen Spielsituation zu, also wo der Spielstein war, dann Return 0. So funktioniert jetzt 3 in a Row. Hier unten sehen Sie wieder Asserts, meine Testfälle, neu kodiert, jetzt eben mit 25 Werten, dem entsprechenden, also hier die 25 Werte fürs Spielfeld. Tatsächlich sind ja nur innen drin die Felder kodiert, hier, dann hier auch wieder. Dann geben wir den Index an, wo der Spielstein ist. Wenn wir hier die 6 haben, haben wir daneben die 7. Da. Was ich hier gemacht habe, ich habe gar nicht die 8 genommen. Sie erinnern sich, ganz oben haben wir gesagt, der Außenrandbereich ist eine 8. Man kann genauso gut auch eine 0 nehmen. Das tut hier gar nichts zur Sache, das verändert an dem Algorithmus gar nichts. Der sucht ja nur, ist dort ein Spielstein meiner Farbe. Und wenn man die Testfälle alle durchlaufen lässt, sieht das auch sehr gut aus. Alle 8 Möglichkeiten werden mit diesem Algorithmus auch identifiziert und gefunden. Nochmal zusammengefasst, diese Möglichkeit ist also ausgehend vom letzten Spielstein zu überprüfen, habe ich 3 in meiner Nähe sozusagen, ausgelöst durch mich, gesucht von meiner Position ausgehend. Und die anderen Varianten, die wir gesehen haben, haben grundsätzlich das gesamte Brett durchgesucht und nicht berücksichtigt, wo es losgeht.